Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio, wo wir letztes Mal hoffentlich unser Ölproblem gelöst haben. Wir haben hier drüben ein zusätzliches Feld angeschlossen und das sollte uns nun mehr Rohöl hier liefern, so dass wir hier wieder ordentlich was produzieren können. Auch wenn all diese Maschinen hier am Laufen sind, einfach zu wenig schnell. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass da etwas Tempo mit reinkommt. Aber wir sind noch dabei, 5 Speed-Module, Geschwindigkeitsmodule in Beacons zu verstauen. Da rundherum. Aber wir können ja hier schon mal schauen. Wie sieht es denn hier so aus? Sind noch nicht zwei volle grüne Bänder. Aber es hat auch schon schlimmer ausgeschaut. Hier oben, ja, da staut sich das Plastik jetzt auch, weil hier sind wir vollgelaufen. Das heißt, wenn sich das Plastik, der Kunststoff, bis hier unten durchstaut, dann geht alles, was wir reinbekommen, da in unsere rote Schaltkreisefabrik. Und das ist definitiv eine gute Sache. Okay. Bis auf Eisen haben wir, bis auf Stahl produzieren wir eigentlich alles in ausreichenden Mengen. Vielleicht sollten wir hier noch eine Verbindung ziehen. Da nach oben. Denn unser Strom kommt von hier unten. Wenn wir das Netz anschauen, dann war das nur hier rüber verbunden. Das heißt, wir tun gut daran, etwas Redundanzen zu schaffen. Aber ich war ja eigentlich auf dem Weg nach hier unten. Zu schauen, wie sieht es denn hier so aus? Ah, da müsste ich dann vielleicht die anfordern, damit da was abgeht. Hier. Das so machen und so, dann
bekommen wir hier drüben. Grüne, hellgrüne. Hellgrünes Uran raus. Und dann machen wir hier das so. Und ich sehe, wir verarbeiten hier schon mal wieder. Sind hier so aus 82, 81. Alle ziemlich voll. Was ja eine gute Sache ist an sich. Ja, Geschwindigkeitsmodule, die noch irgendwo angefragt sind. Ja, da kommt mehr Kunststoff durch. Das gefällt mir. Hier sind wir gleich mal vollgelaufen. Sobald wir hier vollgelaufen sind, dann brauchen wir auch, dann laufen wir hier mit den Lichtbogenöfen auch irgendwann voll. Und dann brauchen wir hier keine roten Chips mehr. Oder nur noch so viel, wie wir vorne auch wegforschen. Das heißt, hier bleiben mehr übrig für den Rest. Ja, nun sehen wir auch hier zweite Runde. Da bekommen wir nun auch wieder Kunststoff rein. Oh, reicht sogar bis hier ins dritte. Könnte ich hier Maschinen austauschen. Die produzieren auch schneller und haben zwei zusätzliche Plätze für Module. Wenn wir das hier jetzt etwas umbauen. Haben wir hier ein Plätzchen für einen Beacon und hier. Das müssen wir natürlich überall machen. Dieser Beacon wird nicht alle alle Maschinen erreichen, aber es ist definitiv eine Verbesserung. Hier zusätzlich Geschwindigkeit rausholen können. Ja. Weil dann können wir hier dann auch Produktivitätsmodule reinpacken, was wir dann mit den Beacons kompensieren.
oder den Geschwindigkeitsverlust, den wir durch die Produktivität haben, können wir mit den Beacons wieder kompensieren. Ja, da kommen nun mehr Rote raus. Noch drei. Keine gute Position. Da wäre die hier besser. Hier kommen wir an zwei Maschinen ran. Hier drei. Oh. Wir könnten das so. Nee. Ah. Hier das so machen und den darauf legen. Den hier aus. Die zwei und die zwei. Okay. So könnte das funktionieren. Aber wir müssen natürlich zuerst die Produktivitätsmodule und die Speed-Module rankommen. Wir benötigen was denn hier so aus? Vielleicht brauchen wir da unten eine zusätzliche Pumpe, dass das Rohöl von den initialen Tank schneller nach oben gepumpt wird. Denn die Tanks da unten, die sind nicht allzu groß und können wahrscheinlich nicht die Ladung eines ganzen Zuges aufnehmen. So, eine Pumpe. So, wie sieht's denn hier aus? Einzug.
Das heißt, ich sollte das wahrscheinlich hier auch machen. Einzug. Kupfer habe ich so eingestellt. Eisen habe ich das auch. Genau. Ja, unten das Kohlefeld wird kleiner. Wo fährst du jetzt hin? Ja, jetzt fährst du zum anderen Ölfeld. So wie es sein soll. Gewählt mir das. Tanks sind leer, das heißt, die da oben sollten nun besser gefüllt sein. Noch zwei Geschwindigkeitsmodule, die wir verbauen müssen. Dann sollten wir wieder etwas geliefert bekommen, welches wir hier in die Raffinerien mit reinpacken können. Wir könnten, glaube ich, sogar Produktivität mit reinpacken. Oben kann das Ganze mit Beacons kompensieren. Wo wir dazu kommen. Die haben beide schon 50% Geschwindigkeitsboost. Okay, nun sind wir hier vorgelaufen, das heißt, alles Kunststoff geht hier rein. Und bis wir wahrscheinlich die Produktivitätsmodule haben, das wird noch ein Weilchen gehen. Aber ich sollte in der Lage sein, hier hinten bald mit der Geschwindigkeit dafür zu sorgen, dass wir mehr Flüssiggas bekommen. Mehr Flüssiggas heißt mehr Kunststoff. Mehr Kunststoff heißt zumindest in der jetzigen Situation mehr rote Chipse. Und daran scheitert es momentan noch ein bisschen. Also ich denke, ich werde zwischen dieser Folge und der nächsten Mal wieder etwas weiterspielen, sodass wir eine bessere Produktivität hier rausbekommen. Also,
Bis zum nächsten Mal und tschüss.